Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. So, guten Tag, hallihallo. Ja, das Intro sollten hoffentlich viele von euch kennen. Wir spielen hier zu zweit Half-Life 2. Wer es nicht gemerkt hat, schämt euch. Und zu zweit, das heißt, der Frosted. Hallo. Und ich halt. Genau. Und wir spielen jetzt zusammen einfach Half-Life 2. Das Ganze funktioniert mit so einer recht netten Community-Mod namens Synergy. Also für Leute, die Half-Life 2 haben, würde ich auf jeden Fall mal sagen, dass ihr euch die anschauen solltet. Weil kann man jetzt auch mit mehr, noch mehr Spiele machen als zwei, glaube ich. Ja, das geht, glaube ich, mit bis zu 32 oder 64, ich weiß nicht, auf jeden Fall verdammt viele. Hehehe, er mag dich nicht. Er mochte mich irgendwie noch nie. Ja, die mochten dich alle noch nie. Ich glaub's. Die haben alle was gegen mich. Ja. So, also, Half-Life 2, kurze Einführung, wer es nicht kennt und sich schämen sollte. Cool, oh, Game seit 2004. Ja. Für die damalige Zeit schon sehr gute Grafik entscheiden. Ja, inzwischen also ist sie zwar etwas angestaubt, aber es ist immer noch sehr gut anzuschauen. Also vor allen Dingen, ja, richtig, immer noch sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man aufs Gesicht schaut, das war damals vor allen Dingen schon die große Stärke, dass wirklich da teilweise Emotionen rübergekommen sind und was weiß ich. Also, boah. Sehr nettes Spiel, auch vom Spielprinzip her. Das war damals, glaube ich, sogar Spiel des Jahres ist es geworden, oder? Ja, Spiel des Jahres ist es geworden, ne? Game of the Year. Also, ziemlich schnell sogar eigentlich, das wurde ziemlich schnell als bestes Spiel 2004 erkannt. Ja, ja, und das, also, wahnsinniger Erfolg. Gibt dann ja auch noch Half-Life 2 Episode 1, Episode 2. Und was damals, also ich weiß gar nicht, ob das damals neu war, aber was auf jeden Fall in Half-Life 2 ist, es gibt keine richtigen Zwischensequenzen, sondern meistens ist man einfach in einem Raum mit den Charakteren und dann reden die halt. Und ja, hat das war so damals fest, auch neu. Ja, das war damals auch immer relativ. Man kann hier die Charaktere einfach auch mit Sachen abwerfen. Stört das zwar nicht weiter, aber naja, immerhin. Nein, das wollte ich nicht. Das regt mich immer noch ein bisschen auf, dass die durch ihn fallen. Aber naja. Genau. Manche werden sich jetzt vielleicht denken, Half-Life 2 zu zweit, wie kann das sein? Normalerweise ist das hier nur ein Singleplayer-Spiel, was auch darauf ausgelegt wurde. Aber durch die Mods hier ist das echt gut spielbar geworden. Ja, also auch für die, die es schon gespielt haben, es gibt später ja Fahrzeugsequenzen noch. Und auch in denen stehen dann mehrere Fahrzeuge bereit, für jeden Spieler einen. Richtig. Das war eben von uns beiden das Größte. Nein. Hoffentlich ist das so, aber das haben sie ganz gut gelöst. Ja, also das funktioniert alles ohne Probleme. Zum einen dauern sie relativ lang und zum anderen hat Valve damals die einzelnen Level gestaltet. Gut, aber dafür sehr detailreich. Also ja, natürlich, also sehr detailliert. Das war... Wo bist du? Keine Ahnung, ich laufe schon. Interessant, weil ich sehe dich gerade nicht. Also so ich auch nicht. Wir sind noch in einem Server, wo irgendwie... Nein, ich sehe deins auch nicht. Komisch. Ah, jetzt. Nein, ja, du bist schon da vorne. Mir dauert die Ladezeit immer etwas länger.
Ja, also wir werden das Ganze jetzt halt so machen, da wir das jetzt zu zweit machen. Wir werden immer machen, einer filmt einen Part, der andere filmt den anderen. Und ersten Part filme jetzt ich eben und nächster Part wird dann Frosted filmen. Man jo. Sieht halt immer wieder solche Details hier am Rande, da hinten werden Zivilisten etwas. Natürlich auch diese immer aggressiven Metropolises. Ja, die Combine. Für die, die es nicht wissen und sich schämen sollten. Aber ich muss generell sagen, die ganze Half-Life-Serie ist ein großer Erfolg geworden. Schon damals mit Half-Life 1 begonnen. 1997 war das, glaube ich. Ja, das war das ja erste Spiel von Valve damals und das hat auch schon wieder Bombe eingeschlagen. Also ja, das war damals schon extrem populär. 6. Ja. Nein, ich weiß es gar nicht. Episode 1, glaube ich, war 2006. Das war 2007, glaube ich, weil das war doch in der Orange Box damals, oder? Damit genau, ist ja. Das rausgekommen. Und 2007 kam dann eben Portal, das war, glaube ich, im Jahr, wo Crisis rauskam. Deshalb müsste es 2007 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Jo. Problem ist, du läufst immer schon so weit vor, das ist echt nicht Achso, ja. Ich laufe hier etwas schnell meistens durch, weil es ist wirklich nicht das erste Mal, dass wir das durchspielen. Und okay. Hier ist jetzt blockiert. Hier rechts rein, hier durch. Also es wie gibt man sieht, halt hier alles ziemlich rustikal wie im Krieg eingerichtet hier. Ja. Das sieht man auch. Jetzt wird man hier von diesen Wachen zum Beispiel verfolgt. Und immer diese kleinen Gimmicks, diese Emotions, das ist schon mehr oder weniger die Welt gerettet hat. Schließt man sich dem Widerstand dann halt an, um die Welt mal wieder zu retten. Haha, mein Synergy ist gerade gecrashed. Oh. Dann yep. Mache ich hier ganz kurz Aufnahmepause und warte, bis der liebe Herr Frosted wiederkommt. Gut, da sind wir wieder. Weiter geht's. Nach einer kurzen Aufnahmepause, eine ungewollte. Richtig. Wir laufen jetzt hier von den Combine davon, weil die uns nicht mögen. Warum verfolgen die uns eigentlich genau? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, weil wir auch zu dieser Menschheit gehören. Ja, aber sie verfolgen nicht jeden auf der Menschheit. Und wir hatten bis dahin eigentlich noch keinen Widerstand. Jetzt werden wir sogar beschossen. Ja, hier am Fenster haben sie mir normalerweise mal einen Headshot gegeben. Aber diesmal schneller. Ja, letztes Mal hatte. Wird's gleich schön spektakulär, wenn du mal runterkommst, Juli. Natürlich, aber die Treppe ist. Nein, die Treppe ist kaputt. Ja. Genau, oh mein Gott. Okay, das ist so ziemlich die einzige Zwischensequenz, wo man sich nicht selber bewegen kann in dem ganzen Spiel. Ja. Aber auch die ist gut gelöst. Und vor allem kurz. Dr. Freeman, I presume. We better hurry. Das ist Alex Vance, die Tochter von Ellie Vance. Ja, Alex ist einer der neben den Hauptcharakteren in Half-Life 2, auch in Episode 1 und Episode 2. Ja, also Alex ist eigentlich dein treuer Wegesgefährte immer. Und im Gesicht kann man halt auch jetzt relativ gut Gesichtsausdrücke erkennen, also Emotionen. Das war für 2004 definitiv schon ein Highlight, deswegen ja. Auch Game of the Year und solche Scherz wirklich. Diese Story hier. Man wird halt einfach in ein Abenteuer reingeschmissen. Ja. So mitten drin und das ist wirklich top. Das war früher in Black Mesa, Half-Life 1, der Administrator, also auch als Dr. Breen bekannt. Richtig, also der Leiter. Er ist jetzt der Administrator, er hat damals den, was war das? Administrator passt definitiv. Ich glaube, das Ziel ist es ja auch ganz am Ende, den umzulegen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ahaha. Ja, das ist. Der Netflix ist wieder abgestürzt. Ach, schon wieder. Ja, wie ich das mal liebe. Ja, in dem Fall, mal schauen, wann Alex stehen bleibt. Ja, ich bin schnell da. Ja, ich lasse einfach mal weiterlaufen. Ja. Genau, sie erzählen uns jetzt, dass die ganzen Flüchtlinge und ein Drink. Oh, nice to finally meet you.
Tja, also hier. Komm schon, join schneller. Hier sind wir im geheimen Labor von oh ja, Dr. jetzt Kleiner. Jetzt buggen meine Cube Maps. Oh. Bugte Cube Maps sind ganz. Ah ja, es geht jetzt einigermaßen. Naja, passt schon. Ah, da. Das Level ist ja hier eh bald vorbei. Richtig. Jetzt will ich das Büro hier wieder mit kaputt machen, das machen wir doch immer. Genau, das hier ist Dr. Kleiner. Der ist. Auch ein wichtiger Charakter, den man allerdings nicht so oft begegnet. Auch hier zu sehen, das ist damals die Research Group von Black Mesa. Das hier ist Eli Vance. Da war der Administrator. Und das hier ist Kleiner. Und das hier ist Gordon. Gordon sind übrigens wir. Kann ich dann nachher nochmal besser zeigen, wenn wir unseren HEV kriegen. Unseren Schutzanzug, zu Deutsch. Ja. Das ist in der deutschen Übersetzung von Half-Life 1 ist das so Wahnsinn. Da wird er dann HIV ausgesprochen. Was naja, ein bisschen fail ist. Die jetzt schon etwas älter ist, sollten wissen, was HIV ist. Also schlechte Übersetzung. Gut, aber das war noch bei keinem Half-Life eine wirklich gute Übersetzung. Ja, ich hab's auch auf Englisch, also. Wer kein Englisch kann, der, ja. Gut, ich habe zur Nettigkeit mal die nur die Dialoge eingeblendet als Untertitel, aber. Ja, die habe ich auch eingeblendet, aber halt auch auf Englisch. Ja. Yeah. Genau, da drin ist jetzt der HIV. Und da ist Lamar. Das ist eine Headcrab. Dr. Kleiners Haustier, in Anführungsstrichen. Ja, Headcrabs sind mehr oder weniger irgendwelche von den. Es sind jedenfalls Feinde. So, ich habe jetzt mein HIV. Ich habe ihn jetzt auch, wie ihr seht. Damit kann ich jetzt auch zoomen und dann kann ich euch hier nochmal Gordon besser zeigen. Das ist Gordon. Wie gesagt, diese detailreiche Gestaltung hier, die ist wirklich sehr gut gemacht. Auch dass die Headcrab jetzt hier über rumspringen und alles kaputt macht, das ist schon. Für ich dieses Jahr wirklich Respekt. Kann ich hier noch irgendwo. Da, das konnte man doch. Ja, genau. Hier. Piu. Und vor allen Dingen, das Lustige ist, ports mal wieder. Wenn man es wieder zurückportet. Oh. Hey. Ah, ist wieder da. Ich glaube, wenn man es oft genug hin und her portet, dann wird daraus ein Tennisball oder irgendwie sowas. Da war mal was. Ja genau, es ist hier ein Schalter an der Wand, jetzt das Bild. Wenn man jetzt genau hinguckt, das ist jetzt gerade geworden. Naja, mehr oder weniger, das hat sich gedreht. Ja, wenn man wieder drauf drückt, wird es dann immer wieder gerade. Dahinter ist nämlich diese geheime Konsole versteckt. Sieht man ja, er wird es jetzt gerade. Das hier ist übrigens was zum Suit aufladen. Also. Man sieht links unten, Suit hat Energie, das ist im Endeffekt so unsere, wie soll ich sagen, unsere Armor. Unser Schutz, ja, unser Schutz, genau. Rüstung. Rüstung, ja. Ja, genau, hier sieht man dann auch gleich nochmal Eli. Beziehungsweise sieht ihn, bloß ich sehe ihn gerade nicht, weil ich hier ein bisschen bescheuert rumstehe. Da. Ja, auf diesem wunderschönen. Das ist Eli Vance. Auch ein wichtiger Charakter in diesem Spiel. Jo. Eigentlich fast alle Charaktere, die man jetzt hier sieht, begleiten einem fast auch das ganze Spiel. Ja. Obwohl die Story von Half-Life eigentlich auch nicht gerade kurz ist, also. Ja, das Spiel dauert einiges. Gut, ich meine, ich hab's damals auf den Tag durchgezockt, aber. Ja, aber das kriegst du für fast jedem Spiel hin eigentlich. Aber ich meine, vor allen Dingen für. Genau, jetzt musste Frost hier noch den Stecker einstecken. Ich meine, für damals, auch für heutige Zeiten ist das extrem lang, weil wenn man sich überlegt, so ein Call of Duty, das kann man schon mal in 6 Stunden durchspielen. Ja. Teilweise nicht mal. Ja.
Aber wie ich finde, bei Call of Duty ist die Story auch immer so ziemlich vorhersehbar, was passiert. Das finde ich jetzt ist bei Half-Life 2 jetzt nicht unbedingt. Nee, Half-Life 2 hat einige interessante Wendungen drin. Richtig. Das finde ich persönlich sehr gut. Ja. So, nächstes ist dann. Sind wir dann dran? Yay. Ja, Barney. Den gibt's, glaube ich, den gibt's ja auch schon im Einser, den Barney. Das ist ein Wachmann. Ich glaube, der kann sogar aber sterben. Ich glaube schon. Ja, genau, das ist Barney ganz am Anfang, der immer aus dem Zug rausholt. Ja. Mal sehen, vielleicht zocken wir Half-Life 1 ja auch nochmal durch. Ja, mal sehen, da gibt's auch eine Code-Mod dafür. Die hat zwar genau mit meinem Headset übelst Probleme, aber ja. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Jo. Dann müsstest du das Ganze aufnehmen, weil... ja, das kann ich machen, das ist kein Problem. Weil bei mir, ich habe keinen Sound da. Ja, da ist ein bisschen was schief gelaufen. Ja. Habe ich das Gefühl. Schleudert uns jetzt durch die Atmosphäre hier. Hallo. Ich will auch raus. Sehr gut gemacht. Ja, und das sieht man auch schon. Ne? Genau, hier, unser lieben Administrator. Dr. Breen. Auf jeden Fall, man sieht hier schon mehr oder weniger die Unvorhersehbarkeit von der Geschichte ein bisschen, weil es passieren mehrere so Sachen wie das hier, wo man einfach nicht damit rechnet. Man dachte jetzt ganz normal Porten, so, man kommt auch da drüben und dann geht's weiter, aber von wegen. Yay, ich bin im Schreibtisch drin, cool. Nein, ich will hier weg. Nein. Jetzt nochmal unter Wasser, dann kommt dieses Vieh, das hätte man jetzt auch nicht gedacht. Und jetzt auf einmal stehen wir hinterm Fenster und gucken ihn an. Hallo. Jetzt macht er gleich die Rolle zu. Oh, na geil. So, dann hätte ich mal gesagt, geht's jetzt mal hier in unsere erste Entdeckungstour. Richtig, wir müssen wir dann gleich nochmal hin, irgendwo hier, oder? Nee. Nein, da vorne glaube ich geradeaus, genau. Hier durch. Genau, sowas. Dann hier hoch, hier hoch, hier hoch. Meine Cube-Maps backen immer mehr, ich sehe bald gar nichts mehr. Aber zum Glück, ich noch mal in Erinnerung hatte, ist mein Half-Life 2 nicht irgendwann mal... We don't go to Kommt das erst viel später, weil ich, aber bin nie nach Ravenholm gekommen. Das kommt... Wo kommt das, wie soll das sagen? Ich glaube, ich weiß schon, warum das so spät kommt und ich das so in frühe Erinnerung hatte. Was, das verstehen sowieso nur die Leute, die das Spiel gespielt haben. Also kann ich sagen, nachdem du Doc triffst, ist das, nachdem du das erste Mal Doc triffst. Genau, aber das Dingens war bei Half-Life der Demo, da war man ziemlich am Anfang in Ravenholm. Hab ich auch schon mal gespielt. Ich hab die Demo nie gespielt. Ich schon, einmal. Oh ja. Und da ist man sofort fast sofort in Ravenholm. Das Brecheisen ist mehr oder weniger so das Markenzeichen von Half-Life, weil im ersten Half-Life... Sieht man auch irgendwo im Logo, glaube ich. Das ist speziell in diesem Half-Life-2-Schriftzug. Komm. Ja. Wir müssen da hinten lang, glaube ich. Genau, wir werden jetzt schon wieder beschossen. Und mit dem Brecheisen... Ich komme nicht in den Zug. FDF. Ich komme da gerade mal gar nicht hoch. Ah, jetzt. Ich würde dir nicht raten, rauszugehen. Da, ich stehe schon hinter dir. Das war aber knapp. Ey, ich hab Skill. Kann sowas. Ey, cool. Cool, die Achtung, Tür. Achtung, du nimmst den links. Moment. Ja, sofort. Okay, ich nehm beide. Auch gut. Und ich nehm den dritten auch noch. Sehr gut. Moment. Ja, ich bin nämlich gerade wo Falsches runtergefallen. Train rein, ja, du musst nochmal in Train. Ja, ich muss gerade nachschauen, wo. Aber jetzt habe ich immer eine Pistole. Nein, ich habe leider keine. Mal wieder. Ja. So, hier muss ich hoch. Da. Diese explosiven Fässer sind auch ein Markenzeichen. Von Half-Life. Explosive Fässer, ja. Ganz einfach so dran schießen. Und dann explodieren sie. Geht auch mit der Brechstange. Deswegen heißen sie auch explosive Fässer. Aber sie machen keinen Schaden unter. Spawned. Ja, aber das... Denke ich, ist aber sie werden gespawnt. Muss man da halt Zeit. Bisschen warten. Und auch
Auch die Waffen, die man von den NPCs bekommt, das haben sie schon so weit hingekriegt, dass die einfach da bleiben. Ja. Und somit alle Parteien sich eine Waffe nehmen können. Ja, das ist halt auch so. Du bist schon wieder viel weiter vor, glaube ich. Ja, ich weiß, ich habe den Commander eigentlich getötet, bevor er den anderen getötet hat. Aber das hat sich gezählt. Und man kriegt ja auch den Stunstick, den kriegt man im normalen Half-Life 2 nicht. Glaube ich jedenfalls. Der macht jedenfalls viel mehr Damage als die Brechstange. Richtig, der ist One-Hit. Und man kann springen. Warte mal, ich stelle mal ganz kurz die Fässer passend auf. Ja. So. Ihr werdet gleich sehen, wieso. So, stellen wir noch eins hier hin und. Ach, warte, da hinten tue ich noch eins hin, genau. Ich tausche mal ganz kurz deine Mülltonne hier. So. Mal eine schöne Mülltonne. Wie man auch sieht, jetzt fährt hier der Zug durch. Und wir müssen auf den Zug rauf und dann hier hin. Man kann auch einfach warten, bis der Zug durchgefahren ist und angehalten hat. Oder man macht mich so kenne, feile ich. Wie ich. Genau, und jetzt sieht man jetzt auch, warum ich die Fässer dahingestellt habe. Piu! Genau, kill du sie mal kurz, dann komme ich wieder. Ich hab das nie gewusst, dass der Zug dann stehen geblieben ist. Ach, ich hab's rausgefunden mit Absicht. Fantastic. Immer schön Headshots geben, Schluck Munition. Ja. Ich und Amber Kumpel haben das hier nämlich auf schwer gespielt und wir sind fast immer verreckt, muss ich sagen. Und die Munition hat nicht mal annähernd gereicht. Ja, schwer ist auch nicht unbedingt so einfach. Piu. Ach ja, Moment, warte, hier war. Genau, da war noch Munition. Ja, ich habe mir die Kiste schon draußen geholt, dann passt das ja. Ich glaube, auf dem Dach war auch noch Munition, aber ich bin mir nicht sicher. Moin. Wir haben FSS erst genug, glaube ich. So, hier oben. So, und jetzt hier vor, über den Zaun drüber. Ich schaue nochmal aufs Dach, ob da wirklich Munition war oder nicht. Ne, da war keine. Gut, nichts weg. So, und jetzt gleich hier unten geduckt durch. Ich dachte, ich hätte da das Explosivfass hingestellt. Genau, hier sieht man auch die Health Packs. Die gibt es überall im Spiel verteilt, weil das ist kein so ein neuerer Shooter, eben indem man seine HP immer regeneriert. Oh! Geil. Bei mir ist die Textur für die fürs kaputte Glas broken. Wow. Ja, das Glas ist. Ja, okay. Ja, egal. Hier ist eh nicht so viel Glas. Also man merkt schon ein paar Bugs hat Synergy noch, aber im Großen und Ganzen. Oh ja. Sehr kaputt ist die Textur. Naja, egal. Ist zu überleben. Oi. Okay, kannst du mal ein Fass mit runterbringen? Egal. Wir nehmen jetzt mal eins mit oder so, weil. Das sind immer ein paar viele und hier geht mir immer gerne die Munition aus. Also ich hab noch welche insofern. Ja, ich auch. Aber. Einen Moment. Zug. Ja, war kurz mein Vater. Gut, dann gehen wir hier weiter. Die Wasserphysik ist leider ein bisschen lieber im Multiplayer oder generell den neuen Source-Updates. Ja, aber es geht, ehrlich gesagt, es ist schlimmer als es aussieht. Ach, Schwachsinn, was sage ich denn? Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ja, es ist trotzdem alles schaffbar, also. Beeinträchtigt ist machbar. Jetzt nicht das Spiel, ja genau. Na komm. Hier unten. Das sind die
Vortigons, keine Ahnung wie sie heißen. Waren im Einser noch Gegner. Jetzt sind sie auch schon Freunde. Ne, im Einser waren sie Gegner. Ja, aber jetzt sind sie auch schon Freunde, sag ich dir. Achso, ja, ich hab's nicht ganz verstanden, weil mein Headset wieder ein bisschen gespackt hat, warte. Ich bin hier gerade ein bisschen knapp. Ich häng hier gerade. Waiting for team. Ja. Da. So, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt für den ersten Part Schluss. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.